Und da sind wir wieder zurück zu Resident Evil Code Veronica. Ich habe das jetzt wirklich schon stundenlang versucht. Alle möglichen Sachen. Dann habe ich mir jetzt angeschaut, wie machen es die Profis. So. Also die Speedrun habe ich mir da angeschaut, weil ich habe einfach nicht mehr können, diesen Dreck da im Flugzeug. Na komm, du weiter. Und er ist ziemlich leicht, wenn man diese grünen Granaten verwendet. Also das ist schon extrem. Na jetzt schaust du blöd, gleich bist du weg. Wir haben das alles so gemacht. Einfach mit den grünen Granaten Target dreimal geballert. Dann schnell gewechselt. Zwei Granaten genommen. Zweimal geschossen. Geschichte erledigt. Das war's mit Tyrant. So leicht wär's gegangen. Habe ich aber nicht geschaut in Frachtraum. Na egal. What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. Jetzt fliegt wieder zurück. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies. But I cannot let you escape now. Alfred, you cross-dressing freak! Der Geschlechtsverwirrte. Where are we? Huh? Latitude, 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic! What? Hey! Those are the seaplanes that left the island right before us! Then that must mean this place belongs to Umbrella. Das Ende der ersten Hälfte, ja. Ich würde sagen, ich speichere da mal. Egal. Wenn schon uns fragt danach, können wir auch speichern. Ah, sogar ein gratis Speicherpunkt quasi. Hey,
Wake up, Steve. We're still alive. Na, ich wollte nicht runter. Thanks. Plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Okay, let's do it. Ja, ich wollte eigentlich nochmal rauf. Fliege ist nicht zu gebrauchen. Es bringt nichts, wieder hineinzugehen. Na, eigentlich schon. Weil ich hätte gerne. Ups. Na, scheiß drauf. Halt nicht. Da geht's da runter. Okay, wir müssen also dort runter. In den Laderaum wollte ich auch nochmal reinschauen. Mal nochmal da rein. Immer in die erste Tür. Aha, da unten sind ganz normale Zombies. Da ist eine Türe. Die ist aber zu. Okay. Da ist schon was abgerissen. Wenigstens existiert die Türe noch. Da liegt einiges, was ich möchte. Einstecken, einstecken. Ein Metallschneider mit einer Diamantspitze. Könnte ich ein Metallobjekt bearbeiten? Ui, blau ist gerade auch gleich. Ich glaube, wir haben jetzt noch nichts. Was tun wir da? Haben wir zwei große. Was ist da noch? Ups. Sehr leise. Ich geh mal raus und rein, vielleicht geht's dann. Ich schätze mal, der wird dann rauskommen. Sobald wir das Metallobjekt geschliffen haben. Schrotflintenmunition. Ich habe keine Truhe, weil ich nicht ins Flugzeug kann. Stell dir vor, ich hätte mich voll ausgerüstet. Ein Scheiß. Hoffentlich finde ich jetzt nichts. Thank you.
gleich rein. Vielleicht ist das auch ein Speicherraum. Das wird alles einfacher machen. Das ist einer. Sehr gut. Mal wieder grünes Grat. Tür ist verschlossen. Sie hat kein Schlüsselloch. Jetzt können wir nicht mehr dran. Es ist so. Nutzlose Bücher. Hier ist ein Abdruck, als ob das verschoben wurde. Dann halt nicht. Rotes? Eigentlich nicht, nein. Haben wir alles verbraucht. So. Jetzt sind wir gut ausgerüstet, jawohl. Pistole habe ich angelegt. Dann noch schauen, was das ist. Eine Hüllung in Form einer Hellebarde. Oh mein Gott, das spritzt uns an. Und ich weiß schon, warum die blauen Sachen da sind. Jetzt ist er hin. Abgeschlossen. Auf der Tür steht Minenraum. Das ist schön für einen Raum. Ein Schalter betätigen. Keine Stromzufuhr, okay. Na, bei halt, komm, dass das Spaß macht. Und doch, ich sehe ihn nicht. Beiß mich, komm, ich will Munition sparen. Ah, da hinten glänzt es. Beide hin. Sind wir da? Gar nichts. Minenraumschlüssel. Tatsächlich schon hin. Hier stehen zahlreiche Raketen. Ich frage mich, wofür sie benutzt wollen, wofür sie die benutzen wollten. Sprengkapsel. Abgeschlossen. Hier ist Sprengstoff ohne Zünder. Jetzt wärmeempfindlich. Was heißt das jetzt? Klartext.
Okay, das nicht. Scheiß drauf, ich riskiere es. Einen Schuss kann ich noch herschenken. Okay, bringt nix. Müssen wir später wieder kommen. Aber wir sind da noch nicht fertig. Und da bin ich gekommen. Na gut. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig. Ich muss einmal darauf. Okay, ich erst darauf. Ein Loch mit 8 Ecken. Okay. Braucht man Kurbel oder Hebel oder irgendwas. Munition verschwenden. Aber ich krieg gleich wieder welche. So, da haben wir auf jeden Fall ein Kraut. Da will ich die Munition haben. Irgendwo war ja da jetzt eine Munition oder nicht. Noch mehr Kraut. Cool. Wo war denn jetzt die Munition? Die Schalttafel hat keinen Strom. Ich muss zuerst den Generator aktivieren. Hinten. Na, aber so viel Kräuter. Das heißt normal nichts Gutes. Okay, ich mach das aber noch nicht, weil ich weiß nicht, was da kommt. Und ich will nicht wieder alles spielen müssen. Das heißt, ich gehe zurück. Komm dann später her. Vorher will ich noch die Motten umbringen. Die können ja auch weg.
nicht. Wir müssen ja benommen sein. Gift. Oh, kein Problem. Für was haben wir die blaue Pflanze bekommen? So. Fertig. Geschichte erledigt. Dann Farbbänder und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, euer Zlavos. Tschüss, Dankeschön.